Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 3. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid genauso glücklich wie wir hier in Sao Paulo. Wir sind glücklich, weil wir an die Reife in Jesus Christus glauben. Wir sind glücklich, weil wir aufgehört haben, wie unreife kleine Babys zu leben. Denn das macht niemanden glücklich. Reife bringt eine große, tiefe Freude. Machen wir nun weiter. Hier spricht der Apostel Paulus weiter über Unreife und Reife. Vers 2. Ich musste euch stillen und mit Milch ernähren, nicht mit der festen Nahrung fortgeschrittener Lehren, denn ihr wart dazu nicht bereit. Das ist traurig. Ich denke, dass eine solche Aussage sehr traurig ist. Im Grunde sagt Paulus damit, ich wollte euch eine tiefere Lehre geben, aber ich konnte es nicht. Mit anderen Worten sagt Paulus, ich muss euch weiterhin die Flasche geben, obwohl ich ein unglaublich großes Steak vorbereitet hatte, aber leider konntet ihr es nicht essen. Also schau. Wenn du ein Baby betrachtest und sagst, oh, ich muss dem Baby das Fläschchen geben, versteht das jeder. Wenn du aber ein erwachsenes Kind hast und sich alle zum Mittagessen hinsetzen und bereit sind, das große, fette, saftige Steak anzuschneiden und du sagst, nein, tut mir leid, mein 21-jähriges Kind kann das nicht essen, ich muss es mit der Flasche füttern, dann weiß jeder, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Warum ist es im Natürlichen so offensichtlich, aber im Geistlichen nicht? Überleg mal, es ist offensichtlich, dass etwas nicht stimmt, wenn ein 21-Jähriger ein Babyfläschchen bekommt. Wenn aber jemand seit 20 Jahren Christ ist und immer noch egozentrisch lebt, sagen wir einfach, na ja, so ist er halt. Nein, so ist er nicht. Er muss aufhören, egozentrisch zu sein. Dann kann er morgen sein Steak essen. Schau, was Paulus sagt. Er sagt, sie waren nicht bereit für die fortgeschrittenen Lehren. Ich frage mich, wenn die Korinther weniger selbstsüchtig gewesen wären, hätten wir einen ganz anderen Brief an die Korinther bekommen. Ich danke Gott dafür, dass wir durch den Brief an die Korinther viele Dinge lernen können. Wenn Paulus ihnen aber fortschrittliche Lehren geben wollte und das nicht konnte, frage ich mich, ob er ihnen das dann schreiben wollte. Wenn das stimmt, dann könnte es sein, dass wir heute leiden, weil sie geistlich unreif waren. Heißt das also, dass es Menschen gibt, die leiden, weil du geistlich unreif bist? Ja, ich glaube schon. Wir müssen verstehen, dass kein Mensch eine Insel für sich allein ist. Meine geistliche Unreife beeinflusst andere Menschen um mich herum. Das allein sollte mich schon dringend dazu bewegen, meine geistliche Unreife zu verlassen. Schau, was er weiter sagt. Weil ihr noch nicht reif dafür wart, ihr seid tatsächlich noch nicht bereit, mit fester Nahrung gefüttert zu werden. Als er bei ihnen war, waren sie also noch nicht bereit. Und jetzt, so viel Zeit später, als er einen Brief schreibt, sind sie immer noch nicht bereit. Möge Gott uns helfen, dass dies nie über uns gesagt wird. Möge der Herr niemals sagen müssen, weißt du, vor 3 Jahren warst du nicht bereit für die tieferen, fortgeschrittenen Lehren und heute bist du es auch noch nicht. Als ich meinen Kurs in Liebe Leben auf Deutsch aufzeichnete und alle 26 Lektionen abgeschlossen hatte, dachte ich, alles sei fertig. Doch dann war ich eine Weile auf Reisen. Da begann Gott zu mir zu sprechen und ich musste eine weitere Lektion aufnehmen. Ich werde dir nicht die ganze Lektion erzählen, aber den Hauptgedanken. Wenn Liebe wirklich das Wichtigste im Leben ist,
Wenn das Leben in wahrer Agape-Liebe wirklich das Wichtigste in unserem Leben ist, dann sollten wir nach jeder Gelegenheit suchen, um in der Liebe zu wachsen. Stattdessen lehnen wir aber jeden Tag Gelegenheiten ab. Gott begann wirklich zu mir zu sprechen. Ich gebe euch einen Gedanken von mir. Was würde passieren, wenn ich meinen Fokus ändern würde und meine Einstellung? Wenn ich diese Einstellung hätte, Jesus, lass mich jede Gelegenheit wahrnehmen, in der Liebe zu wachsen. Weißt du, was passieren könnte? Anstatt mich über den Idioten zu ärgern, der mich im Verkehr schneidet, würde ich sagen, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mir gerade eine weitere Gelegenheit gegeben hast, in der Liebe zu wachsen. Anstatt mich über meine frustrierte Beziehung zu ärgern und zu versuchen, aus ihr herauszukommen, würde ich sagen, Jesus, ich danke dir für diese schlechte Beziehung und dafür, dass du mir eine Gelegenheit gibst, in der Liebe zu wachsen. Wir würden schnell reifen und wir könnten schnell die tieferen, fortgeschrittenen Lehren bekommen. Bis morgen.